ist nicht umflecken hier. Ja, nicht doch. Habt ihr eigentlich einen Schlafenschädel hier oder was? Was ist? Habt ihr auch einen Schlafenschädel hier im Tierfried? Ich glaube ja. ZZZ. Okay. Waterworks, bin ich down. Falls ihr noch lebt, dann wäre das nicht schlecht, wenn ihr dahin geht. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß gar nicht. Irgendwas habe ich gerade abgebrochen, was ich schreiben wollte. Aber ich habe es vergessen. Echt vergessen. Kriegt ihr jetzt Mine oder nicht? Ich meine, bei Mine schaffen sie anscheinend nicht. Schon ein bisschen traurig. Aber was wollte ich denn eigentlich machen? Ich wollte doch irgendwas nebenbei gerade chatten, schreiben, schicken. Verteilen, irgendwas. Da oben ist ein, außerdem in der Laberecke. Und im Bereich Laberecke ist ein ZZZ-Bereich. Da könnte man schlafen. Okay. Nur so, nicht, dass ihr schlafen gehst, aber. Da könnte man's. Ja, nicht, dass ich jetzt schlafen gehe, also darf ich nicht. Okay. Bitte nicht. Ich habe gesagt, wenn ich keine Unterhaltung mehr erfahre, wenn er Bock auf mich hat, dann Scheiße, ist ein Schurke. Nee, ich sag ja nur, wenn keiner mehr. Nee, ich sag doch nur, wenn, dann höre ich auch. Ja, und die werden jetzt anfangen, ganz fleißig dir alle Fragen zu stellen, dich auszuquetschen. Macht ihr das? Bis jetzt lese ich als letztes immer noch Knifte im Chat. Knifte. Ja, aber jetzt werden sie sich ein bisschen ins Zeug legen und mal ein bisschen was fragen. Oder was erzählen. Genau. Wie zum Beispiel deren Morgen ist, weil es ist Sonntagmorgen. Die Leute sind um 19:30 online und gucken dir zu. Ich kann was gar nicht 24 Stunden streamen, weil ich noch wählen gehen muss. Fällt mir gerade mal dazu ein. Bitte, was musst du? Noch wählen gehen. Oh. Machst eben eine halbe Stunde Pause. Oh. Ich lasse den Stream einfach laufen, man sieht weiterhin diesen Raum. Wir gucken Kamera. Deine Dokus, oh Gott. Dokus, nee, die Dokus ist schon gut. Ja, aber wie gesagt, also die Leute bei Twitch werden jetzt ziemlich aktiv. Wir werden jetzt schon mal bitte schreiben, was sie den Morgen, Sonntagmorgens 19:30 dazu getrieben hat, dir zuzuschauen. Das wäre doch mal was. Das wäre echt cool. Da verstehe ich sogar extra. Siehst du, das ist auch schon mal nice. Das ist nice, das ist sehr nice. Oh, und weg ist er. Von Kevin war das, glaube ich. Der andere Kevin. Ah. Da ist er wieder. Ich muss schreiben, ich werde gedrungen. Okay, mit dem Doku ist eine ganz gute Idee. Ich bin seit 17:30 hier, weil ich Spaß beim Zuschauen. Weil ich habe Spaß beim Zuschauen. Ich muss schreiben, werde gezwungen. Achso, das schreibt bei Rebel anders auch. Entschuldigung, ich habe gerade. Ich werde gezwungen. Ihr werdet nicht gezwungen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber ich sage nur, wenn ich irgendwann nur noch so da hänge, dann wäre es nicht schlecht, wenn ihr mir schreibt, weil dann hänge ich nicht so da. Schön. Ups, Deutsch Beste von mir. Deutsch Beste.
Hat so ein bisschen was von Haftbefehl. Haftbefehl's Beste. Schön. Ich möchte gewinnen. Oh Mann, ich zeige jetzt, gehe kurz zum Startpunkt. Zur Mine. Ich komme da nicht hoch. Nein! Kann man da echt nicht hoch? Ey, doch, mach mal da hoch. Okay. 5 Stunden Schlaf wie immer. Bin genau 0.30 Uhr schlafen gegangen und 5.30 Uhr aufgestanden. Den wenigstens Brötchen geholt. Ah ne, hat ja gar nicht mehr so gebraucht. Stimmt. Oh oh. Scheiße. Das krieg ich aufs Maul. Ist in der halben Stunde. Kann ich nicht abhalten vom Abflecken. Wenn die Leute Brötchen umgehen. Scheiße. Okay. Jupiter, was ist mit dem Brötchen holen? Wenn du die halbe Stunde wählen gehst, können die Leute dann alle Brötchen holen. Okay. Also wenn ich nachher wählen gehe, könnt ihr euch alle Brötchen holen. Das jetzt schon. Genau. Oh Gott, oh Gott. Klingt doch nach einem Plan. Wir können alle ganz gemütlich frühstücken. Oder tun sie es jetzt schon. Frühstücken, oh, wie auch immer. Oh, was essen wäre jetzt so geil. Oh Gott. Du hast doch vorhin was gegessen. Ja, ich habe 2 Buletten gegessen, so eine kleine Mini-Dinger und 2 Löffel Kartoffelsalat. Das, aber jetzt was zu essen, oh, das wär jetzt was, so. Du hattest Kartoffelsalat? Ja, aber ich wäre so episch, oh. Wenn ich sowas zu essen kriegen würde. Wir tauschen. Ich frühstücke am... Nee, das glaubt mir, das willst du nicht. Lass uns lieber, zusammen essen, ich weiß auch nicht. Oh nein, ich muss heute kochen, da hab ich auch keinen Bock drauf. Gott. Ich hätte jetzt so Bock, was zu essen. Ja, komm vorbei, ich mach Essen. Muss ich eh machen. Wir entfallen dich, wenn du gehst. Nein, nein. Koch mir was, Frühstück, schreiben alle. Nein, ich will was zu essen. Ich bin da wohl voll nett und so. Ich brauch Essen. Ich bin, also, ja. Du hast gesagt, du wohnst aber ganz weit weg. Also, ich will jetzt keine Angabe geben. Aber, der Angabe zur Folge würde ich jetzt sehr lange brauchen. Und dann hätten die Leute, sag mal, so mindestens 6 Stunden nichts von mir. Du wärst auf jeden Fall pünktlich um 12, sag ich mal, zum Mittagessen da. Und, ja. Oh Gott. Das würde nicht klappen. Ich würde ja noch stundenlang im Auto, einfach nur traurig sein und hungern. Oh. Ja. Anstatt zu healen, tappt der. Ach, scheiß doch drauf. Ich setz mich jetzt hier wieder hin. Das war so ein Mist verloren. Das ist ein Kack. Mist, BG. Warum ich überhaupt das hier spiele? Ich verstehe es nicht. Warum spiele ich WoW? Sag mal, wen du wählst. Wen ich wähle? Ich wähle Merkel. Ich mag Merkel. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei meinen Stimmzetteln bin ich auch mal sehr kreativ. Ich male da immer so lustige Fratzen drauf und mal dann so kleine Männchen und so, die da langlaufen. Ich mach das immer sehr kreativ. Ich freue mich immer für die Leute, die das nachher am Ende weg auszählen. Warum auszählen? Das Ergebnis steht jetzt schon fest. Ja, ist ja egal. Aber ich mal trotzdem immer so gerne irgendwelche Männchen drauf und so. Die irgendwo langlaufen, irgendwas malen und machen. Oh, das finde ich immer sehr witzig. Angelo Ferkel, ja genau. Angelo Merte gibt's ja auch noch. Kennt ihr den? Der ist doch verrückt, dieser Typ. Dieser, ihr wisst schon, wen ich mein. Angelo Merte eben. Mathematik, komm nicht mit Mathematik. Ja, genau der. Oh Gott, oh Gott. Was für eine Mauer, was laberst du? Oh, ich melde wieder an.
Möchte noch jemand mit? Ich treffe mal kurz eine Gilde. Möchte jemand Mirit mit? Niemand? Okay, ich melde wieder an. Zur Abwechslung melde ich mal wieder an. Angelo Merte. Oh Gott, oh Gott. Bei uns in der Stadt hing so ein Stimmplakat mit Angela Merkel, mit Hitler Bart und da stand Mein Reich Europa. Das ist ja witzig. Oh Gott. Mal sehen, wann mein Ticket überhaupt beachtet wird. Ich will, dass mein Ticket beachtet wird. Es wird gekonnt ignoriert. Nee, die haben bis jetzt immer geantwortet. Ich muss ganz ehrlich sagen, was das angeht, ist Blizzard echt cool. Sie waren mal schneller. Ja, schneller waren sie schon. Aber ich hatte mal zum Beispiel eine Situation, da habe ich mit meinem Bruder, der jetzt gerade immer noch da drüben schläft, ja, und rumsitzt, wir haben Strathold gemacht. Einfach nur, um das Mount zu farmen. Das war noch... War das so Burning Crusade-Zeiten? Vielleicht noch Cataclysm? WOTK? WOTK war es wahrscheinlich, dazwischen irgendwas. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir das Mount gefarmt. Verspannt. Und, wir meinten so, dass, also es gab da so einen Bug, wenn denn diese Monstrositäten rauskamen, dass das manchmal nicht voranging und die Tür nicht aufging, wenn man alle getötet hat. Und wir haben das bloß ein Ticket geschrieben und er hat das dann gefixt und so weiter. Und er meinte dann bloß, naja, ich bleibe noch unten ein Weilchen. Und wir meinten dann so, ja, wie ein Weilchen. Also ich habe mit ihm geschrieben, wie ein Weilchen. Ja, ich warte noch kurz, mal sehen, was droppt. Weil er war so der frohen Erwartung, ob da so ein Mount kommt. Und er muss da irgendwo gesessen haben und uns zugeguckt haben, wie wir, wie hieß denn der Typ? Baron war es nicht? Doch, Baron Totenschwur. Der hieß Baron, Baron Totenschwur. Ich habe gerade Baron im Kopf gehabt. Okay, krass. Auf jeden Fall, wie wir den zerlegt haben. Und er meint, er hat mich echt noch gefragt, und was ist gedroppt? Und ich sag so, nee, der hat das Mount nicht gedroppt und so weiter. Und er sagt, ach schade, na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Und dann ist er wieder gegangen. Also richtig krass. Die haben echt nachts manchmal nichts zu tun gehabt. War schon witzig. Kennt ihr RuneScape? Ja. Mhm. Das klang aber sehr negativ. Ist es auch. Das ist nun total scheiße. Früher war das eins der besten MMORPGs und jetzt wie Metin 2. So ein Scheiß geworden. War da Max Level und hatte alles und war Member. Achso. Ja. Hast du auch du selber geschrieben? Ich hab grad gedacht, hat irgendwer anders geschrieben. Puh, ich rede zu viel. Chuchu! 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 Oh Gott! Geh mir echt auf den Sack langsam. Wunderbar. Jetzt gehen die von den Leuten weg. Man braucht Member, um das alte RuneScape von 2006 zu spielen. Man braucht Member, okay. Aber ich muss sagen, Metin 2 ist eigentlich, naja, für einen Zeitvertreib ganz cool. Ich spiele solche Spiele nicht. Wenn man echt nichts zu tun hat. Eigentlich können wir uns ja schon wieder irgendwo hinsetzen und nichts tun. Komm, wir machen jetzt eins. Wir gehen jetzt einfach diesen Eisblatt Tower. Also, Eisblutturm. Heißt er so? Ja. Bei mir heißt der Eis, ist ein Eisschwingenbunker. Gut, wir gehen, vor der Garnison, ja, vor der Garrison. Kurz davor, dieser Turm, da gehen wir jetzt rein. Da setzt uns einfach hin. Und wenn er irgendwann reinkommt, dann hauen wir den in die Fresse. Und dann warten wir einfach wieder. Einfach hier reingehen, hochgehen in den Turm. Genau da, wo gepinkt wurde. Setzt uns rein und dann hauen wir den Typen in die Fresse, die kommen. Einfach so rennen sie sich. Ob das klappt?
Das einfach nur dieses Reinsetzen, wenn sich da 15 Leute hinsetzen, dann geht da nichts. Ach, wenn sich da 5 Leute hinsetzen mit Heiler, geht da schon nichts mehr. WoW war früher auch mal besser. WoW war früher auch mal besser. Ja, das war es. Entwickler machen gute Spiele zu den, was? Zu den größten Rotz. Okay. Nehme ich mal so hin. Aber schön erstmal, verifiziert, dass du mir schreiben kannst, also dass du mir in dem Stream schreiben kannst. Finde ich schon mal geil. Sollte sich der Hunter nochmal überlegen, ob er mich angreift. Sehen, der Penner. Das ist verpisst, ja, der eine Typ da. Ist mir bei 4 Spielen aufgefallen, was? Ja, gestern ging das gar nicht, nur geladen. Auf welches Spiel beziehst du dich jetzt? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir müssen nur in dem Turm hier oben sitzen bleiben, also in dem Turm eigentlich. Wir kommen hier hundertprozentig nicht mehr klar, wenn wir drinnen sitzen bleiben. Ja, ich komme gerade wieder zurück. Ich musste mich nur um jemanden kümmern, der mir auf die Nerven ging. Mein Auge wird ganz trocken. Kennt ihr das? Das Auge trocken wird? Da muss man blinzeln. Wie ist? Oh, ich komme zurück. Und was erwartet mich? Ich sehe es gerade. Oh, das ist viele gewesen. Ich warte mal noch kurz einen Moment. Ach, wir spielen gegen Russen. Dass die Spiele immer mehr scheiße werden. Oh, meine Aussage. Geil. Wenn ich jetzt, glaube ich, spawne. Ach, scheiß drauf, YOLO. Nein, 90 Sekunden. Nein. Ja, wir spielen gegen Russen. Aber ich sag euch, wenn man jetzt einfach nur 10 Leute hätte, die gut equipped werden, wären, dann würden die alles holen. Ihr kennt das nur, wenn eure Augen nur zufällig, kennt ihr das nicht, wenn eure Augen sich ganz trocken anfühlen und ihr so immer blinzeln wollt und denkt euch, oh ja, jetzt könnte ich einschlafen. So geht's mir gerade. So geht's mir auch gleich. Problem ist, wenn ich heute tagsüber noch einpenne, dann... Nee, ich verpasse meinen Besuch heute Abend. Und das ist nicht gut. Dein Besuch? Das hört sich aber sehr... Ich wohne in Nordrhein-Westfalen, da kommt jemand aus Österreich angefahren und ich glaube, der wundert sich dann, warum er vor einer Tür steht, die keiner aufmacht. Wow, mal jemand aus meiner Ecke. Unglaublich. NRW? Ja, toll. NRW, da fahre ich so oft hin, ja. Irgendwann reicht's mir mal. Warte mal, du fährst doch immer Ecke Dortmund, oder nicht? Ich fahre immer Richtung Mönchengladbach. Ach, dann fährst du an mir vorbei. Ja. Nächstes Mal hältst du an, kommst einen Kaffee trinken. Okay.
Aber warum muss ich immer ewig tausend, viele Millionen Kilometer fahren, damit ich irgendwelche Leute kennenlerne? Das verstehe ich immer nicht. Warum wohnt keiner im Osten? Das ist doch echt scheiße. Schütt dir Wasser ins Gesicht. Das verkneife ich mir jetzt. Ja, es bietet auch viel Angriffsfläche. Ich muss mir auch gerade richtig auf die Zunge beißen, ne? Ach ja. Aber du redest fast schon so wie so ein Bessie. Was? Du hast gerade schon so ein bisschen die Zunge gehabt von so einem Bessie. Nur die Art, der Akzent. Das ist nö. Doch, ein bisschen schon. Ich bin nur einfach gerade saumüde, weil ich so urbequem in diesem Bett gerade liege. Alter, Xeos, du wohnst sogar in Magdeburg? Mega, richtig geil. Alter. Das ist doch mal ein Grund, einen trinken zu gehen, oder was? Das ist doch mal richtig ein Grund, einen trinken zu gehen. Ich meine, Kathi, die wohnt ja so weit weg, die will ja nicht mit mir trinken gehen. Aber. Na klar, komm vorbei. Ja, ich darf wieder vorbeikommen. Du, fahr mal eben 300 Kilometer, sonst? Ja, ich fahr dauernd 500 Kilometer. Das ist scheiße. Das macht keinen Spaß. Ja. Ich könnte mir lustigeres vorstellen. Ich habe auch keine Lust mehr auf dieses Hin- und Hergezucker. Du musst dir überlegen, ich bin mit einem Koffer bin ich umgezogen, diese 300 Kilometer. Nee, danke. Mm-mm. Scheiße, die Minions waren beschäftigt. Oh nö, jetzt hätte ich verfolgt von so einem Scheiß. Nein! Nein, ich werde noch zerlegt und ich merke nicht mehr an. Ach, ist das. Oh, Gott! Ja, du bist also mit einem Koffer umgezogen. Das ist interessant. Warum machst du sowas? Das war mir danach warm. Schön. Ich bin dann eigentlich nur eine Woche zu Besuch gewesen. Und bin dann halt an einem Samstag zurückgefahren. Und Samstagabend kam mir dann in den Sinn, dass ich da hinziehen möchte, weil ich die Gegend so schön fand. Also Koffer gepackt, hingezogen. In Nordrhein-Westfalen ist nix schön. Nee, ich bin von Nordrhein-Westfalen weg. No skills for the win? Ey, leg mich im Arsch! Beste Entscheidung, die man machen kann. Nee, weil dann sind nämlich privat viele Dinge hier passiert, familiäre eben, und dann bin ich halt wieder zurück. Und jetzt wohne ich wieder hier in diesem... Am besten ist auch noch, wenn man in der Nähe von Kacke Dortmund wohnt. Ja, tu ich. Ja, das ist super. Solange mir jetzt nicht mit Lüdenscheid um die Ecke kommst. Also, kann ich hinspucken. Okay, dann spuck mal in meine Richtung. Alles klar, ich spuck die an. Komm, ich halt mal irgendwie eine. Nee, ist schon hell, scheiße. Sonst hätte ich gesagt, ich halte mir eine Taschenlampe raus, dann siehst du mich. Dann weißt du, an welchem Deck ich bin. Warte mal, jetzt google ich, wie weit das vom Weg ist. Ich glaube, das sind nur eine halbe Stunde oder so. Wenn überhaupt. Ich habe noch einen Wodka. Ne, zur Abwechslung. Ach, Ding. 22 Minuten. Da kommt ja nicht viel in Frage. Oh Gott, da könnte ich sogar mit dem Fahrrad hinfahren. Kommt ja nicht viel in Frage. Iserlohn. Ey, die wohnen da alle bei euch in der Gegend. Hema. Frost, okay, ach ne, nichts gegen Dortmund. Okay, wohnen hinter Dortmund. Etwas Lünen. Lünen. Kuhkraft mit einer 16.000er Leitung. Ja, also Iserlohn, dann käme Altena in Frage. Altena, Klettenberg, Halver zum Beispiel. Meiner Tagen so Kirspe? Nee. Nee, ich dachte, ist schon zu nah, hab ich auch gesagt. Aus Kirspe kommen auch keine vernünftigen Leute. Ja, wer sagt, dass ich vernünftig bin, hallo? Du hörst dich schon besser an als alles, was ich aus Kirspe kenne. Oh, vielen Dank. Es sind wirklich nur 27 Kilometer. Gott.
gut angemeldet? Wir sind angemeldet. Sehr schön. Karl hat, und das kenne ich von meinem Bro, der auch unter Hearthstrike streamt. Aber nur Hearthstone. Von daher geht das ja. Lünen ist auch nur eine halbe Stunde von hier entfernt. Irgendwie wohne ich mit so zentral irgendwie. Dortmund ist auch nur eine halbe Stunde von mir entfernt. Mein Gott, ich bin mittendrin. Hagen. Ja, weißt du doch. Also die Richtung ist schon extrem. Von Hagen nach Dortmund ist eine halbe Stunde. Von Hagen nach Lüdenscheid ist eine halbe Stunde. Es könnte ja auch, warte, Witten sein. Das könnte Witten? Schwerte sein. Nee, Witten fährst Schwerte. Du zu lange. Geht hier auch Arena, ob hier Arena geht? Ja, bis jetzt habe ich kein Arena-Team. Ich habe bis jetzt einen Vari, der mich unterstützt, aber ich bräuchte noch einen Panda-Monk-Heiler-Dings. Das wäre nicht schlecht. Dann könnte ich auch Arena zocken. Oder ich bräuchte jemanden für Tour und Two, aber ich wüsste nicht, welche Kombination, vielleicht ein Priest oder so, der alle wegfetzt und so weiter. Ja, ne? Aber für mich ist das auch mal lustig. Für gewöhnlich kommen die ganzen Leute, mit denen ich zocke, aus Österreich. Ja, das Problem kenne ich. Das kenne ich zu gut. Ja, die sind da echt cool, ja. Oder Schweiz. Da kenne ich auch welche. Ja, wann geht so, das ja. Nächste BG los? Bei meinem Gear komplett, ey. Da hab ich echt jetzt den einen Abend angefangen, also gestern Abend, bei meinem Gear komplett. Du würdest mit Pala heilen? Meinst du jetzt im Tour und Tour oder was? Also wie gesagt, ich suche immer noch Support. Also Unterstützung, jemand, der mit mir Arena zockt, die ersten paar Matches. Es wird wahrscheinlich nur auf die Fresse geben, aber ich habe schon Gladiator geschafft, also ich bin kein Noob. Müsste mir bloß ein bisschen angewöhnen, so die Feinheiten des Arena-Zockens. Okay, in der Gilde gehe ich unter. Es ist so grausig, ne? Ihr erzählt ja von Zocken, ich sehe den Stream und dann bin ich offline. Nee, das geht nicht. Geht nicht mehr. Weiter zocken, ey. In meiner Gilde gehe ich unter. Ich sehe gerade, dass ich mit fünf anderen die einzigsten Kerle in der Gilde sind. Schwul! Oder was? Nee, warum nee. Ja, dass wir nur fünf Kerle in der Gilde haben und sonst nur Weiber. Achso, ich hab gerade auf vegan in Arena. Ich bin auch voll. Oh Gott, oh Gott. Normalerweise ist es ja meistens andersrum, ey. Da hast du ja mal richtig Glück. Das weiß ich nicht. Ja, doch, ich wäre mal froh, wenn ich eine weibliche Verstärkung bei mir hätte, aber nein. Ich muss die Jungs die ganze Zeit da. Also, aushalten, ertragen, wie auch immer. Eher ertragen. Alle lieb und nett, aber so wie jetzt zum Beispiel dürfte ich nicht ins Teamspeak gehen, das wäre wieder unter alles. Es kommt so die tote Stunde bei WoW. Oh, ich hab richtig Probleme gerade. Oh Mann, ey. Oh, mir kribbelt's die Augen schon zu. Kann man wählen gehen, ja? In der Zeit. Was? Haben wir überhaupt? Ja, scheiße, am 25. Oh Mann. Warum musstest du es erwähnen? Jetzt muss ich nachher auch noch los. Ja, das ist aber wichtig. Das ist aber wichtig. Wenn er bloß einen dicken Strich macht und eine dicke Merkel drauf malt oder so.
Gut, immerhin habe ich das Glück, das Wahlbüro ist direkt nebenan. Ist gut, das ist schön. Okay, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich muss heute noch Siege of Orgrimmar machen und dann ist heute Abend noch Raid und ich bekomme Besuch. Ja, dann was ist langsam Zeit, dass du loslegst, oder? Nicht, dass ich dich loswerden wollen würde, aber da musst du schon mal reinhauen. Ey, du setzt dir gerade so ein dicker Affe in mich rein. What the fuck? Ihr habt euch für ein BG angemeldet, ne? Ja, aber da kommt nichts. Da kommt nichts, okay. noch nichts. Naja, ich hab mich auch mal gerade angemeldet, aber auf Ali-Seite. Vielleicht sieht man sich. Auf Ali? Ali-Seite. Ali, ja. Ali-Wüste. Ali. Ja, wenn du schon online gehst. Alle meine Aquamale, spiel gut. Nein, ich komme gerade online und dann wird direkt geschrieben, na Pole. Dann schreibe ich na Türke. Also. Wie gesagt. Wir sind hier ein bisschen beschränkt. Aber normal kann ja jeder. Normal kann ja jeder. Send Friendship Dingens. So. Och, wie süß. Eine Morgenkriegerin namens Vendetta. Klasse. So einfallsreich, diese Menschen hier. Machen. Achso, ja. Haha. So. Von dem Affen hoch. Der Affe, der reibt sich auch nochmal in mir. Ist irgendwie ein bisschen uncool. Oh ja, beginnt. Oh, GZ. Ich habe gerade mal ein bisschen den Chat gelesen. Was? Der hat Geburtstag, was? Ich will raus. Hat jemand alles Asche? Ich bin auch sehr nett. Jetzt um. Ja, das ist ein Glückwunsch. Okay, wir sind schon mal nicht in einem BG, sondern wenn ja, würde es mir auch gerade angezeigt. Wenn ja, ich hätte euch einfach so losgestellt. Bis, ja, genau. Na, ich sag mal so, ihr hättet kloppen können, wie ihr lustig gewesen wärt, also seid. Also, do you know what I mean?
Hätte ich auch, glaub mir. Du hättest noch keine Chance gehabt, ich bitte dich. Glaub mir, ich hätte einfach auf dich eingekloppt. Und dann wäre das egal gewesen. Ihr hättet alle auf mich einkloppen können. Psst, egal. Träum noch weiter. Ich hätte dich zerlegt. Dann hättest du so, hättest du dann deinen rechten Arm hättest du gehoben, hättest du gesagt so, wow, was war denn das? Weißt du so, nach 20 wow. Minuten erstmal meinen Bildschirm angemacht. Was, du hättest recht oder unter deinen rechten Arm geguckt, hättest dich selber so gefragt, oh, was ist denn dir vorbeigeflogen? Und dann wärst du schon tot gewesen und du hättest es gar nicht mitbekommen. Das wäre so, ja, ja. Pavum! Mhm. Dann wäre der dieses Schwert in dein Gesicht geknallt. Du hättest ja. Kurz hätt so ein Salto gemacht, wärst so in die Wand reingeknallt, geflogen und wärst einfach gestorben. Niemals. Und später hättest du dann gefragt, oh, und dann nach oh, hier Bildschirm anmachen. Oh, wer war's? Hättest du gefragt, wer war's denn? Ist, ist klar. Ich lass mich doch nicht von so einem stinkenden Hortler. Kennst du den Schweizer? Oh, oh, ja, oh, 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 oh. Ey, schade, dass wir uns so in der freien Welt nicht treffen können, ne? Ja, leider nicht, ja. Unsere Begegnung würde 2 Minuten dauern, dann wärst du auf dem Friedhof. Ich würde dir richtig schön geben. Ich würde so richtig schön reinrücken, ja, zu wissen. Niemals. So richtig niemals. Schön, richtig tief. Und immer wieder. oh Gott. Ist das witzig. Willst du nicht? Okay, schade. Für dich. Ach Gottchen, ey, wir müssen uns unbedingt treffen. Also in-game, natürlich. Ja, natürlich in-game, natürlich. Was sonst? Klasse. Irgendwie muss ich das doch hinkriegen. Vor allem das Schlimme ist, ich mach meine Freundschaftsliste auf und hab hier nur Hotler drin. Was soll denn das? Edward Stone, hab ich schon oft drüber nachgedacht. Wenn ich 100 Follower habe, ja. Mal gucken, ich lass mir was einfallen. Ab 100 lass mir was einfallen. Nackt auf dem Tisch tanzen. Nee, das will keiner sehen. Außer es will jemand wieder meinen Nippel sehen oder meine Schulter. Da muss ich mal kurz ein bisschen. Ja, komm, zeig abschätzen. Uns deine sexy Schulter. Ach komm, bitte. Ich soll meine Schulter sehen. Boah, die zeig ich nur ganz kurz. Nicht? Du, also. Also. Als erst sagt sie ja, dann dachte sie, nee, ist ja gut. Ja, ich kenne sie ja schon, also. Aber meine linke kennst du noch nicht. Meine linke Schulter kennst du noch nicht. Ah, gut. Mikrofon muted. Entschuldigung. Mikrofon activated. Ich zeig nur mal einen Ansatz der linken Schulter. Die ist nämlich noch interessanter. Oh ja, ziemlich erotisch, da freue ich mich jetzt schon mal. So, mehr zeige ich nicht. Ich bin auch richtig, ne? Mehr zeige ich nicht, okay. Gut. Gut. Das soll auch reichen. Ja, warte, sehe ich gleich bestimmt, wenn ich hingucke in dem Moment. Also warte, oh! Toll! Wow! Vielen Dank für dieses Bild, ne? Um morgens 8 Uhr sonntags. Yeah! Toll! Mal die anderen Idioten, die anderen Mitspieler, diese Tür zerstören. Oh, ich hab so Hunger. Stell dich mal jetzt nicht an. Danke, Shaki. Bitte, was will ich? Ach nee. Nee. Wollen schon mal gar nicht, ja? Das hat mir meine Mama beigebracht. Man hat nichts zu wollen. Wenn, dann möchte ich. Und das möchte ich auch nicht. Also, Gott, das... Echt nicht, ja? Auch wieder. Das klingt jetzt ein bisschen böse. Finde ich aber auch böse von dir. Ja, guck mal, wo du
Mikrofon ist am Arsch der Welt. Wirklich am Arsch der Welt. Nee, ist gut, ist gut. Habe ich verstanden. Ich muss doch jetzt irgendwas Nettes sagen. Du musst gar nicht. Nichts, das merke ich mir. Was ist die Hochzeit? Ja, ich habe ja noch nicht mal einen Antrag aufgenommen. Er muss erstmal hier vor mir knien, weißt du doch? Du musst vor mir knien, aber... Oh, was ist das Böse? Oh, ist das Böse? Ich will nicht weiter. Oh Gott. Ja, ja, das ist es. Da war nämlich mal so ein schickes Bild, da stand dann auch drauf, von wegen, Frauen machen keinen Heiratsantrag, weil die Männer immer denken, dass die Frauen dann, ne, also einen blasen wollen. Ja, so sieht's nämlich aus. Deswegen machen die Männer einen Antrag. Ich hab dich auch lieb, alles klar. Hm? Nix. Ja, alles gut. Trink weniger. Oh Gott, oh Gott. Zweideutig ist eindeutig besser. Ja. Schön. Nee, aber nur noch Männer aus meiner Region haben eine Chance. Weil sonst heißt es, ja, du kannst ja so mitziehen. Und dann sage ich, nein, dann heißt es ja auch, Mann, dann geht's ja gar nicht, dann soll ich ja Pech. Also, nee, 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 auf sowas lassen wir jetzt gar nicht ein. Ridiculous, ja, Mann, du bist ja da. Mein Mate. No, ich mach uns mal ein Feuer. Was geht's los? Oh nein! Das ging ja schnell. Nein, wir haben auch noch. Der hat es nicht geschafft, oh Gott. Darf man Cycli? Achso, Cycli einladen. Oh Gott, ich habe gerade nicht überlegt, was Cycli ist. Ja, stimmt. Cycli haben wir schon mal gezockt, aber ich habe ihn nicht geaddet. Also, am besten schreibt er mich an. Ich glaube, Cycli hatte irgend so ein Symbol über Mistlern. Okay, also doch ohne.
ist CSGO? Nee, ich glaube. Alter, ist ja schon wieder 8 Uhr morgens. Nee, stimmt das? Das stimmt echt. 10 nach 8 Uhr, oh mein. Ich glaube, ich werde kein WoW mehr zocken. Ich glaube, ich werde bald einschlafen. Ich warte ja nur auf den Moment, wo es heißt, ja, du bist schuld, dass ich immer noch wach bin, weil das wird mir immer vorgehalten. Dass ich immer schuld bin, weil mache ich doch gar nichts. Doch, du bist schuld. Du bist bestimmt schuld. Zum Wohl. Ich denke an mein weiches, kuscheliges Bett. Du bist schuld, dass ich wach bin. Ja, das schreiben schon die Leute im Chat. Hat irgendwer geschrieben? Der Toski. Toski? Oh ja, das weiche, kuschelige Bett. Oh Gott. Oh Gott. Toski lese ich schon, echt voll Quatsch. Ich könnte echt jetzt langsam was essen und schlafen. Das wäre echt geil. Oh, wäre das sexy. Nom nom nom. Und diese eine Frau da. Ich wollte nur keinen Namen. Diese eine Frau, was hast du mir gesagt? Du da? War das du? Ja, die da, die da. Oder die da. Ja, die da, du da, keine Ahnung. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich bin die da, du da, die eine Frau. Aber es ist schon mal gut, dass ich als Frau mit dir bin. Klar, du bist doch immer noch 12 Jahre alt und hast Stimmverzerrer drin, oder? Also ich bin ja Peter, ich bin 12 und war noch nicht im Stimmbruch. Ne? Okay, Klaus. Klaus 44 Fernfahrer. Auf jeden Fall. Ist das eins von den Mädchen-Dingern im TS? Oh ja, das ist cool. Was hier gerade BG ist, ja. Boah. Ich glaube, wir haben keinen Platz mehr frei. Wir sind bloß auf. Oh Gott. Sind ja nur 5.
Wie sie erst rauskommen, wenn sie zu fünft um mich herumstehen. Deine Stimme war gerade ziemlich laut und... Boah, ich bin gerade so fertig. Ich bin gerade auch am toten Punkt. Aber so richtig, also wenn ich mich jetzt hinlege... Man sieht es. Dann wäre ich so richtig ein glücklicher Mensch. Warum quäle ich mich eigentlich? Für wen? Warum? Wieso? Puh. Hey, du kannst doch Kevin jetzt nicht alleine lassen. Der muss ja wach bleiben wegen dir. Du bist doch gar nicht da. Was? Warum? Du bist doch jetzt gar nicht groß da. Du bist doch nur da so am Rumgammeln. Und du bist doch gar nicht allein. Also selbst wenn ich echt weg bin, bist du nicht allein. Glaube ich. Denke ich, oder? Oder was? Oder wie? Ich bin verwirrt. Was ist das? Ja. Was ich sagen kann, kannst du mich nicht alleine lassen und redest von mir? What? Ich hab grad irgendwas verstanden, du kannst mich nicht allein lassen. Irgendwie, glaube ich. War es nicht richtig? Ach. Oh Mann. Nein, nein, schon gut. Oh Gott. Also ich glaube, ich habe meinen Totenpunkt jetzt übersprungen. Mir geht's wieder ein bisschen besser. Es dauert bei mir immer so 3-4 Stunden, bis ich es überstanden habe. Ich habe auch gar nicht so einen Stream angekündigt. Ich weiß ja auch nicht, warum ich mich gerade quäle. Ich kann nur einfach sagen, nö. Nö. Nein. Ja. Ich höre jetzt auf. Ist mir egal, was mit euch ist. Ich verzieh mich. Ich lasse euch jetzt alleine. Ja, ich könnte ich alles machen. Ich könnte jetzt einfach sagen, nö, ich will nicht. Ich will lieber Kuchen essen oder ich will lieber mir ein Eis zusammenstellen und schleckern oder ich will noch 3 Bier trinken oder ich will lieber mich ins Bett legen und mich dreimal drehen. Nein, ich könnte jetzt machen, was ich will, aber trotzdem bin ich hier. Ich weiß nicht mal warum. Irgendwer hat doch auch vorhin geschrieben, dann disliken wir dich oder nicht. Anfordern. Krieg ich Anfall aus. Das Risiko wäre, glaube ich, ertragbar. Warum hast du das Bär jetzt bitte so betont? Ey, komm, das mache ich jedes Mal, wenn es um irgendwie um was mit ertragbar oder ertragbar oder irgendwas geht. Eigentlich ist das eine Hunter-Krankheit. Weil ich bin ja wohl immer der Bär. Ich bin Nein und so und ich mag Bärchen und. Über meinem Kopf, da, hier, warte. Da ist auch so ein Bär abgebildet. Das ist mein Symbol. In-game und so. In diversen Spielen. Und deswegen bin ich immer der Ertragbär. Ich habe nie gesagt, dass ich einen gesunden Verstand habe. Warum sterbe ich hier eigentlich? Eigentlich müssen noch alle 30 Sekunden irgendwelche Leute spawnen. Und der spawnt sich einer. Ist das, ihr könnt mich alle. Sterbt. Sterbt. Oh. Ja, nee, da mache ich nicht. Das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Mit Geld spielt man nicht. Doch, Werbung, oder? Du musst ja irgendwo auf so einem Bild sitzen. Will mir jemand die Haare schneiden? Guck mal hier, dann bin ich ein hübsches Mädchen. Oder so. So. Schneid mir jemand die Haare! Will ein hübsches Mädchen sein? Kommt, tut es! Muss ich den anderen Stuhl benutzen? Muss ich erstmal einen Burger essen? Guck mal, das ist ein Burger, glaube ich, auf dem Tisch. Oh ja. Yeah. Was ist los hier? Egal wo ich hingehe, ich bin der einzige Ordner. Ich will so einen Burger essen. Ja, genau. Kann ich auch noch poken? Nee, pointen währenddessen. Genau da, dann Burger will ich haben. Gesehen? Oh, ich bin raus.
die können gar nichts und ihr habt noch weniger. Haben wir auch DDs? Dein Heal ist so scheiße, also sei besser still. Finde ich gut. Das ist witzig. Oh, ihr seid fertig mit dem Ding? Jo. Habt ihr noch Platz? Ja. Nee. Was? Nein. Wie? Nein. Wir haben keinen Platz. Okay. Der Cycli ist dabei. Ja. Ich mit einfach an. Oh Gott. Ja doch, warte mal, ja, Platz, ich rauche mir mich jetzt erstmal ein. Oh nein! Muss ich jetzt in die Gruppe neu machen? Ja. Aber Kevin, ich hätte gerne dein Battledeck. Kleinen Moment. Glückszwerg-Raute 2600. Wow. Also, willst du den halt machen? Ja, später vielleicht noch, aber ich muss jetzt einen rauchen, sonst drehe ich am Rad. Also müsste ich jetzt eigentlich losgeschickt haben, wenn ich richtig geschrieben habe. Ja, habe ich auch angenommen. Ja, voll. Schön. Super, bin ich stolz auf mich. Und kaum bin ich wieder auf Mal'Ganis, fällt mir ein, wie leer es hier ist. Wie auf Mal'Ganis? Ich spiel auf Mal'Ganis. Ich kann dich hauen mit meinem Allianzler. Ja, das fiel mir gerade ein, deswegen verstecke ich mich jetzt mal ganz schnell. Oh, nice! Oh, nee, ablehnen, ich muss jetzt umlocken. Ich muss ihn jetzt. Mach jetzt hier, zieh den Finger, ansonsten schlaf ich ein. Ich geh ihn jetzt suchen. Ah, wozu hab ich denn angemeldet? Neue Gruppe gemacht. Ist was, ich melde einfach an, hast du Pech. Hätte ich das vorher gewusst, ne? Pech, so. Das reicht. Ach, Hodderhauen. Oh, wunderbar. BG, wunderbar. Okay, noch einer von meinen Garnis. Cool. Oh Gott. Ich find dich sowas von. Ich mach dich sowas von. Also ich bin immer noch in der Nähe vom Schrein und ich gehe jetzt rauchen. Wenn du mich findest, sehst, bin ich wieder da. Mach du mal. Ich hau nicht drauf, wenn du abkommst. Das ist scheiße. Das macht man nicht. Hau in die Fresse. Aber nee, hau lieber ihr in die Fresse. Das ist nämlich so gedistet. Schafft er nicht. Ach du. Wir haben russische Gegner.
Oh, bin ich voll. Und müde. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, ein Hand. Ein Hand da drauf. Okay, im Schrein ist er auch nicht. Jetzt bin ich extra bei der Woche. Oh, der mich zerlegt. Oh, Mann. 26k und haut mich weg. Es ist doch keiner im Süden, es sind alle in der Mitte. Ach, wisst ihr was? Immer dieses. Seit Jahren. Also. Abzüglich der Pause. Habe ich immer versucht, den Leuten zu erklären: ey, ihr müsst bloß die scheiß Flagge dürfen, aber es bringt doch einfach nichts. Das verreckt doch einfach. Sterbt, ihr blöden Penner. Hasst euch. Ich bin jetzt in der Mitte, dann gammel ich mir einen ab. Mann. Er hat mich eiskalt belogen. Er ist gar nicht in der Nähe. Das ist alles abgeflogen. Pass sogar gerade kurz drin. Eigentlich relativ oft. Mir gefällt's. Addet mich alle auf Steam. Legendary Stone. LOL zocken. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Mehr weiß ich vom Text nicht. For all I ever wanted. Bla bla, rababble ba. Ich sing so gern für mich. Und zieh den Scheißpriester zurück. Und jetzt wird er sterben, weil er ist ein dummes Bückstück. Ey, Bündas, ich will nicht getalentlage irgendwas horrified werden. Er soll sterben, little Penner, genau. Mein Steam-Level habe ich nur gepusht, damit ich mir einen Hintergrund erstellen kann. Also wenn es jetzt dein Hintergrund war, mich da zu überholen, dann wünsche ich dir dann viel Spaß und so, aber da habe ich echt keinen Wert drauf gelegt. Ich wollte bloß einen Hintergrund haben. Cool. Nein, und ich lege mir einen Cooking Fi. Den Schurken gerade niedermache. Ja! Wie sie sich so freut, wie so ein Mädchen. Was so, ja! Ja! Wie sie sich so, ja! Freut, weißt du so. Den Arm in die Luft und so. Gesagt, ich bin ein Mädchen, ich gewinne gesagt, jetzt. Ja! Ich habe noch vorhin doch noch gesagt, von wegen der Schurke ist die einzige Klasse, gegen die ich kein Duell, sag ich jetzt mal, machen würde. Und ich habe ihn so auseinandergenommen. Eigentlich müsste ich Schurke sein. VIP-Kit. Von hinten genommen.
Der Schurke hat kein Gier. Da gab es uns einen Guide oder so, den ich verfolgt habe. Hat mir mein Kumpel Walt geschickt und so. Das habe ich auch gemacht. Und warum haben wir... Ach nee, wir gewinnen ja. Krass. Coole Sache. Seitdem ich drauf scheiße, dass es uns eine Taktik gibt, gewinnen wir. Wunderbar. Klasse. Das ich würde ja jetzt gerne meinen Allianz entgegensetzen, aber der ist auf Stufe 3. Catgirl ist die Zerstörerin der Schurken. Yeah. Hat der immer den gleichen Titel? Ja. Das passt einfach sehr gut. Ich könnte auch noch den nehmen. Nee, Nachtherr ist besser. Beziehungsweise Nachtherrin. Olle Katze. Microphone activated. Mistvieh, was soll das? Okay, den Panda habe ich ja für relativ ungefährlich gehalten. Die Drehnei allerdings nicht. Was, die Drehnei nicht? Das ist einfach nur, weil mein Panda ist ja gar nicht equipped und sowas. Gut, die ist jetzt auch noch recht low, also, ne? 535, 536, was ist das? Das ist gar nichts, aber. Es ist einfach, weiß ich nicht. Ich liebe diesen Charakter. Priester sind aber auch so meine Hassgegner. Ja. Für gewöhnlich, ich liebe. Für gewöhnlich, ich liebe Stoffis. Das ist echt krass. Die schön schnell down gehen, aber Priester, die wollen einfach nicht. Nee, du hältst halt nicht im Stun. Nicht vernünftig. Übel, 16:0. Also, krass. Weil das ist das nämlich. Eigentlich müsste ein Schurke von Beginn bis Ende einen komplett im Stun halten, sodass du gar nichts machen kannst, dass du einfach so umkippst. Selbst wenn ich den Sieg entzünde, dass du trotzdem noch mich. Das ist unrealistisch. Das wäre der Idealfall, aber das ist ja. Das wäre möglich, wenn sie ja 100% zündet, aber wieder unsichtbar gehen, Kopfnuss geben. Und das ist möglich. Ja, das ist die Ausnahme, aber. Aber das ist der Idealfall. Ein paar Stunden zu lang machen. Stehen wir nicht an, ja. Der Idealfall ist ja, dass du das siehst, dass der Gegner irgendeine Scheiße macht, was anderes ist und du dich ideal anpasst, dann ist es echt geil. Naja, da merkt man, dass ich dann doch zu viel PvE spiele. So, wir haben jetzt noch einen Platz frei, will noch jemand mit? Ich kenne den anderen mal. Die anderen auch. Ach Mann. Ich bin jetzt letzten. Nein, okay. Finde das Catgirl nicht? Okay. Wir sitzen auf dem Hügel. Komm vorbei. Da wo Nein auch sitzt. An dem. Nein. Hoffentlich ist das nicht noch ein Ali. Nee. Du. Okay, gut. Das ist gesünder. Schnell privat. Irgendwie so. Sprich dir euch ab. Du hältst ihm Stand. Ich hau drauf. Mal gucken, das schafft der Druide auch alleine. Für gewöhnlich. Also nochmal abmelden, bitte. Was bist du denn? Bist du ein Kätzchen, ein Bumi? Eine Eule, ein Bäumchen? Ah, ein Bumi. Ja, das also müsste ein Bumi abmelden. Sein. Abmelden. Aber der ist full PvE. So, wunderbar, klasse, sehr schön, danke.
Ich wusste, dass sowas kommt. Entschuldigung, aber das musste ich jetzt einfach sein. Irgendwann falle ich noch hier runter. Sie finden der nicht, du hast jetzt das Verirrt. Wie gut, dass ein Priester levitieren wird. Hat er dich gerade gekickt? Ja. Also wir machen das mal ganz anders. Oh Gott, ich glaube, ich darf jetzt ein. Ah ne, MBG geht los. Okay. Oh noch. Ja! Eye of Storm. Jetzt hat er dich gerettet. Okay. So, das kriegst du zurück. Nicht mit mir. Tut mir leid, dass ich dich gleich mitgeführt habe. Ich stehe halt da. Ich meine, wenn mein Level 3er Gnom fliegen könnte, könnte ich ja hier hinkommen und ihn hauen. Oh Gott. Gott, was man alles für so ein Clip in der Tasche hat. Wisst ihr was, wozu quäle ich mich eigentlich? Das ist mein letztes BG. Hatte ich. Dann gehe ich pennen. Dann bin ich glücklich. Vergiss das Wählen nicht. Und dann gehe ich wählen, genau. Dann gehe ich einfach Nachmittag wählen. Ich kann einfach schlafen, gehe Nachmittag wählen. Ist alles gut. Alles schön. Tut mir zwar leid, die zuschauen und die mitmachen. Nächstes Mal könnt ihr gern, also fürs nächste Mal könnt ihr mir gern followen. Dann seid ihr mit dabei. Warte mal, hast du jetzt gesagt, du gehst? Ich geh jetzt unbedingt pennen. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Ich geh jetzt einfach nach dem Scheiß-BG, geh ich pennen. Und nächsten Freitag geht's mit einem CSGO-Community-Abend wieder los. Und nächsten Samstag oder Sonntag werde ich wieder WoW streamen. Fertig. Und dann bin ich glücklich. Okay. Und wer genau wissen will, wann es losgeht, der kann mir entweder, also wie gesagt, followen. Hier im Twitch. Oder, die Steam Community Gruppe join und dann sieht er auch, wann es losgeht. Nächstes Mal. Ich weiß ja nicht, warum ich gerade so müde bin und warum ich mich quäle. Oh, du bleibst wach. Nö, es soll ja kein angekündigter 24 Stunden zu ihm. Ich gehe einfach schlafen danach. Und ich fühle mich richtig gut dabei. Ich bin so richtig glücklich, dass ich gleich schlafen gehe. Ich will aber noch gewinnen, ja, unbedingt dieses BG. Ich hab Hunger, ey. Ich werde gleich was essen. Oh, ist das geil, ich freue mich so aufs Essen. Und Sternfeuer und ich bin weg. Warum benutze ich meine Schattenklingen eigentlich nicht? Warum kann ich dich jetzt nicht rein? Wenn ich jetzt auf Sühne drücke, ist er voll die Arschkarte. Und abgezogen habe ich ihm auch nur so viel, weil er überhaupt nur PvP-Gear anhat. PvE-Gear. Hätte der PvP-Gear an, wäre ich tot. Ja, aber dann wäre ich noch töter. Noch töterer. Ich glaube, gegen den Drogen muss ich gleich auch nochmal ein bisschen fighten.
Er haut halt gut Damage, aber du kannst dich healen für gewöhnlich, könntest einen Down kriegen. Ja, du musst überlegen, er kann auch Damage unterhalten. Ja, aber die meisten Dudus vergessen das. Nee, hat man gerade gesehen, er vergisst es nicht. Aber alles haha, dann lässt sie sich tatsächlich laufen. Wir schauen doch alles. Alle nur den Stream, weil wir Fernsehen schauen hinterher. Nein, Spaß, also. Nee. Nur Fernsehen im Hintergrund bei mir. Ist aber frech. Verlieren wir auch noch? Ey, wir sind gerade am Anfang so durchgerannt. Ach, war ja normal. Schlafen wir jetzt echt sexy. Okay, dem Dudu kribbelt es genauso wie mir in den Fingern, mich umzubringen. Ja, dann mach mal, denn ich bin jetzt gerade in die Luft geflogen. Nee, ich mach gerade mir einen Rauchen ganz gemütlich. Ja. Ich bin am Überlegen, ob ich mir wirklich einen Allianzlauf Marianis hochziehe. Ich weiß gar nicht, wie viele Alis es gibt. Doch, doch, machst du, machst du, machst du. Ja, aber ob es wirklich ein Monk sein muss? Ich weiß es nicht, aber Master, kommst du hier mit in meine Gilde hier rein und alles ist super. Direkt mal Member werden hier. Also ich habe die tollste Gilde hier überhaupt. Den Jungs. Nur lustig, wir sind total kaputt in der Birne. Ja. Das heißt, du passt perfekt rein. Also wenn es nach meinem Psychiater geht, bin ich auf jeden Fall kaputt. Ja, ich bin... Ich gehe nach dem Stream, also nach dem BG sicherlich auf, weil ich bin nicht mehr einsatzfähig. Ach so, du lacht. Ich dachte mir die ganze Zeit, er lacht dich aus, aber er lacht mich aus. Ja, ist, wer warte, ob sie aufgeraucht hat. Ich weiß nicht, wer noch auslacht. Emotes werden nicht angezeigt. Ich hätte gern weitergezockt, aber... Eh nur so ein Kampf auf Mana. Voll langweilig sowas. Das ist ein bisschen so wie Schurke gegen Schurke. Macht auch keinen Spaß. Oh. Ich bin so fertig. Au! Ja, ein richtiges Arschloch sein! Fabelzünden, yeah! Paladin Hand auflegen. Oh, jetzt ist er runtergeplumpst. Ist er ja wieder. 600 Punkte.
Wir verlieren auch noch das Big Game. Oh. Und jetzt nicht wieder runterfallen, bitte. Das war aber abzusehen. Ach scheiße, ich mach mit Lara Feuer. Und dann singt das Lara Feuer Lied, Lied. Nächsten Mal, ja gerne. Arena wäre dann das nächste, was ich machen muss, weil jetzt habe ich ja fast alle BG-Sachen. Ein paar BGs muss ich noch machen und dann würde Arena anstehen, genau. Also ja, das nächste Mal Arena. Oh, ich bin oben. Gesicht. Der hat noch 200 ins Gesicht. Gramm. Aber er hat jetzt schon mal seine Rüstung gewechselt. Und wieder runtergeflogen. Mann, 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 Mann. Komm, ich verarsche ihn jetzt auch. Oh nein, ich bin tot. Oh, was? Scheiße, ich bin auf den Knopf gekommen. Fuck. Oh nein. Ja, und er ist weg. Ach Mist, ey. Kacke, ey, leg niemals deine Push-to-Talk-Taste auf deine Levitieren-Taste. Fuck! Nein! Mono! Aha. Den bin ich mit Tutti gekriegt. Toll, ich kann gar nicht lesen, was er will. Ach, der oh, hat nein, nur nein, LOL nein, geschrieben nein. Und gerade erst gelesen. Scheiße. Oh. So. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch fürs Mitkommen, dass ich irgendwie mitgenommen habe. Hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt auf Good Night. Schreibe ich schon mal in Game. Ach, hier sah es auch mal schöner aus. Warum hier oben im Baum ist total cool. Oh Gott. So. Du warst jetzt ab, hast du gesagt, ne? Ich gehe jetzt pennen, ja. Ich wünsche euch eine gute Nacht, alle, die mitgemacht haben und zugesehen haben. Dankeschön. Ich glaube unbedingt pennen, ich bin so fertig. Followt mir noch, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und nächsten Freitag werde ich wahrscheinlich bei TS streamen und am Samstag darauf wahrscheinlich wieder... Nee, den Samstag nicht, den Sonntag darauf werde ich wahrscheinlich WoW streamen. Also gute Nacht, macht keinen Unfug und wir schreiben uns. Tschüssi.
Jo, gute Nacht.